Heute zeige ich euch, wie wir mit dem Rohstoff Propolis umgehen können und wie wir mit dem Propolis, wo ich hier schon gecrushed habe, auch jetzt Extrakte, Tinkturen oder eben auch die DMSO-Variante machen können. Also wir haben hier in der ersten Linie mal zwei verschiedene Rohstoffe, eigentlich drei. Wir haben einmal das Propolis als Rohstoff von den Bienen. Dann haben wir hier den Alkohol, der ist bei 96%, das ist ein Weingeist. Und dann haben wir noch DMSO, das wird nicht gemischt, das sind jeweils zwei verschiedene Produktkategorien. Da bei mir das Propolis doch sehr lange eingelegt bleibt, schreibe ich mir da jetzt immer das Datum hin. Wir haben jetzt hier 2021, Oktober. Und wir haben hier 500 Milliliter Alkohol beim einen und darauf kommen 500 Gramm Propolis und das ganze Ding machen wir jetzt nochmal für die DMSO-Variante. Das sind auch 500 Milliliter DMSO auf 500 Gramm Propolis. Dann schrauben wir das doch mal auf hier. Wichtig ist, erst bitte das Propolis reinschmeißen und dann die Flüssigkeiten drauf kippen, ansonsten haben wir eine Sauerei. Da muss ich nochmal kurz umkippen. Erstmal rein damit. Ja, das ist natürlich immer eine Sauerei. Kann man machen, wie man will. Und jetzt zeige ich euch, was wir mit dem Rohstoff machen, um den verarbeiten zu können. So sieht nämlich der Rohstoff aus. Ich arbeite bei den Bienen nur so, dass wir die Tiere nicht abstressen. Das bedeutet, ich nehme hier keinerlei Propolis-Gitter, weil die Gewinnung vom Propolis besteht eigentlich aus Gitterauflagen auf dem Bienenvolk drauf und dann kommt der Deckel drüber. Der Deckel schließt dann aber nicht ganz ab, das heißt die Biene hat einen Durchzug und die mag keinen Durchzug und in diesen Gittereinlagen, so kleinen Lamellen drin, sind natürlich lebensmittelechte Kunststoffgitter und da packt die Biene ein sehr hochwertiges Propolis zwischen rein, weil sie eben die Zugluft nicht mag. Naja, wenn man das System verstanden hat, nach meiner Ansicht, das ist komplette Tierquälerei. Und die Bienen machen ja auch Propolis einfach auf ihren Oberträgern. Allerdings haben wir dann mehr Bienenwachs dabei und eben nicht so ein ganz reines Propolis. Dafür ist es natürlich vollkommen naturgerecht. Und das ist auch das, was ich hier haben möchte. Und der Rohstoff, wenn er vom Bienenvolk abgeschabt kommt, wird erstmal gelagert. Und Ende des Jahres mache ich dann damit meine Tinkturen. Die Tinktur wird dann später zum Extrakt veredelt, beziehungsweise zum Konzentrat. Zeige ich euch gleich, wie es geht. In der ersten Linie müssen wir natürlich diese Beulen einfrieren, damit wir die auch mörsern können. So, wunderbar. Gröbere Brocken, auch gut. Wie gesagt, löst sich alles so auf. Dafür hat man ja klinische Arbeitszimmer. Dass das hier ein bisschen gelb ist, das macht nichts. Da war vorher mal in der Flasche ein bisschen Propolis-Tinktur schon drin. Deswegen ist der Alkohol hier jetzt nicht komplett klar. Aber es ist ja auch hier auch alles ein großer Kreislauf und da macht das nichts. So, ich fasse zusammen. Wir haben hier 500 Gramm Propolis drin. Jetzt kommen die 500 Milliliter Alkohol rein. Blubber, blubber, blubber. Sehr schön. Ja, das macht doch Freude. Hehehe.
Okay, hat fertig geblubbert. Super. So, Deckel drüber. Und jetzt wird diese Mischung hier jeden Tag geschüttelt. Und nach 6 bis 8 Monaten wird diese Tinktur abfiltriert mit Kaffeefilter. Ich habe da leider bis jetzt nichts Besseres gefunden. Das wird filtriert mit Kaffeefiltern und dann habe ich eigentlich erstmal meine Propolis-Tinktur mit einem doch sehr hohen Alkoholgehalt. Natürlich sind da jetzt schon die Inhaltsstoffe vom Propolis mit dabei, aber ich persönlich möchte das ja dicker haben. Und wenn ich jetzt die Tinktur aus dem hier hergestellt habe und filtriert, dann wird das die Tinktur nochmals mit 500 Gramm Propolis überkippt. Und dann bleibt es wieder mehrere Monate im Glas drin, wird wieder jeden Tag geschüttelt und dann wird es wieder filtriert. Dann lege ich hier oben eine Gaze drauf und dann bleibt der Deckel offen und die Tinktur verdampft mit dem Alkohol immer mehr. Wenn der Alkoholgehalt dann ziemlich weit unten ist, liegt dann so circa bei 20%, der verflüchtigt sich ja und was bleibt übrig? Ein Extrakt, also ein sehr, sehr dickflüssiges Extrakt vom Propolis mit wenig Alkoholgehalt. Und ich persönlich finde diese Qualität die höchste Stufe, wo man auch seinen Kunden anbieten kann. Deswegen könnt ihr bei mir, liebe Menschen, keine Tinkturen kaufen, sondern nur die Extrakte. Und jetzt zeige ich euch noch die DMSO-Variante. Die geht genauso. Jetzt muss ich halt wieder Propolis crushen. Wir brauchen wieder 500 Gramm von Propolis. Tare. Passt soweit? Gut, und let's go. So. 500 Gramm Propolis und hier sind genau nochmal 500 Milliliter DMSO drin, wird auch übergossen. Ja, jetzt kann man die Blubberblasen hoch, runtersifft. Ja, so sieht man dann nach der Arbeit aus. Gluck, gluck, gluck. So, also bei dieser DMSO-Variante, da ist es genau identisch mit der Propolis-Tinktur, die dann später zum Extrakt wird, mit einem Unterschied. Die wird zwar jetzt auch mehrere Monate, bis zu 6 Monate, jeden Tag geschüttelt, aber DMSO mit Propolis wird bei mir nur ein einziges Mal filtriert und dann ist das Produkt bereits fertig. Cool. Das wird jetzt hier hingestellt und dann, wie gesagt, jeden Tag geschüttelt. Jetzt haben wir hier so ein kleines Problem. Komplett verklebt mit diesem Propolis und mit Wasser brauche ich das gar nicht erst versuchen, weil Propolis ist nicht wasserlöslich. Deswegen habe ich hier immer Spiritus. Mit Spiritus können wir alles, was mit Propolis klebt, komplett frei machen, lösen. Vom Inventar sowie eben auch von unseren Händen. Man sollte jetzt nur beachten, dass wenn wir Spiritus benutzen, wir nicht mehr in unseren Hygienebereich mit dem Spiritus Hand reingehen, weil ihr wisst ja, damit die Leute nicht trinken, hat die Industrie dort solche Bitterstoffe drin. Sonst würden das die Leute saufen. Sonst zu billig. Und ihr seht, Propolis ist schon weg. Hier noch ein bisschen, klebt dann eben im Spiritus drin. Jetzt wird hier nochmal alles sauber geputzt. Aber ich denke, das ist jetzt nicht Teil vom Video, mich hier putzen zu sehen. Von daher mache ich an der Stelle Schluss.
Und ich hoffe, das hat euch gefallen. So wird bei Bivital regenerative Bienenhaltung Propolis verarbeitet. Und irgendwann zeige ich euch in einem Video auch noch, wo ich das vom Bienenvolk immer abschaben tue. Bis dann, ciao!